Moin und herzlich willkommen zu SearchCamp, dem Online-Marketing-Podcast mit wichtigen Insights rund um SEO, SEA und Co. Mein Name ist Markus Hövener und jetzt geht's auch direkt los. Viel Spaß! Ja, moin, herzlich willkommen zu SearchCamp Episode und jetzt wird's ein bisschen lustig, Episode 301. Und ihr habt schon am Lachen im Hintergrund gehört, ist natürlich 301 musste eine reine SEO-Episode werden. Ich habe den Timon Hartung bei mir. Moin Timon, grüß dich. Hallo Markus. Wer ihn nicht kennt, wir haben eben schon kurz im Vorgespräch, hat angefangen bei Sachen wie Amiando, kennt wahrscheinlich kaum noch jemand Xing Events, war auch mal bei 121 Watt. Aber vor allem seit 20 Jahren SEO, ehemals Apex Media, jetzt heißt ihr Woxo, woxow.com, da könntet ihr dann den Timon finden. Und ja, SEO ist dein Steckenpferd seit 20 Jahren, ist das so gut zusammengefasst? Ja, also das kann man gut zusammenfassen. Ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert, das heißt also bei mir war es immer Technik zuerst und dann bin ich über das ganze Thema Webseiten reingekommen. Und muss sagen, ich habe eigentlich mich nur dafür interessiert, wie ich Webseiten bauen kann und wie ich die gestalten kann. Aber wir reden hier von 1998 oder sowas. Ja. Und dann kam relativ schnell die Frage auf, als ich die ersten Webseiten auch an Kunden verkauft habe, wie kommen denn da mehr Besucher drauf? Ja. Und diese Frage konnte ich erst nicht beantworten, aber dann habe ich mich natürlich damit beschäftigt. Und dann war Alta Vista und Fireball waren dann so die ersten Anlaufstellen. Und Google gab es da in Deutschland noch nicht so stark, aber das waren so die ersten Sachen. Und da habe ich mich damals schon, auch völlig verrückt, mit kostenlosen Content beschäftigt. Da gab es so ein Directory mit kostenlosen Content, was man dann nutzen konnte, um das auf die Seite zu packen und so. Also das waren die ganz frühen Anfänger, aber so bin ich in dieses ganze SEO-Thema dann mehr und mehr reingekommen, aus der technischen Perspektive dann auch. Und wir wollen ja heute über das sprechen, was so die letzten Monate passiert ist, also vor allem das Thema AI. Und die Frage für den Podcast ist heute, verändert AI das SEO-Spiel grundlegend? Und mit AI meinen wir jetzt ausnahmsweise mal nicht ChatGPT, sondern primärer Fokus ist auf das, was Bing ausgeliefert hat mit Bing Chat. Und das, womit Google dann nachgezogen hat, die Google SGE, die Search Generative Experience und natürlich auch Google Bard. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir heute irgendwie einen der üblichen Sprüche von SEO ist tot vermeiden würden, weil SEO, ich glaube, da sind wir uns eigentlich, SEO ist nicht tot. Ich glaube, SEO ist dann tot, wenn niemand mehr sucht und wenn es keine Algorithmen mehr gibt, dann ist SEO tot, aber ja. Sonst glaube ich nicht. Ja, vielleicht können wir da ich anfangen. Ich finde es super spannend, weil es ist ja super gerne. Also das ist ja genau das, was auch wir sind ja aktiv und helfen Kunden dabei, ihre Suchmaschinenoptimierung zu verbessern. Ja? Und da kommt dann immer auch die Frage, wenn man dann im Verkaufsgespräch ist, brauchen wir denn SEO noch? Kann das nicht die AI machen? Oder jetzt brauchen wir ja gar kein SEO mehr, weil Rankings gibt's ja nicht mehr. Es ist ja, jetzt wird ja alles von der AI befeuert. Und das ist so, das ist halt ganz interessant, wie da auch die Kunden denken, weil es halt so ein großes Riesenthema war in der SEO-Branche fairerweise, dass AI so allübermächtig ist und alle Probleme lösen kann. Und nur um das klarzustellen, dem ist halt nicht so. Ja, dem ist halt nicht so. AI, also jetzt wenn wir vor allen Dingen uns anschauen, was das momentan kann, das ist super, super coole Technologie. Und wenn man darauf achtet, wie jetzt gerade ChatGPT funktioniert, und auch Bard in Zukunft funktionieren wird, hoffentlich sehr gut, ist dieses Transformatoren-Thema einfach genial. Ja, das heißt, früher hat eine AI immer noch sehr ähnlich funktioniert wie jetzt, nur die Transformatoren waren sehr schlecht. Das heißt, die Übersetzung von Sprache, die wir haben, in Bits und Bytes, hat halt nicht so gut funktioniert. Und am Ende des Tages, muss man sagen, ist das, was wir auch als ChatGPT nutzen, das ist super magisch, fühlt sich's an, aber am Ende des Tages ist es eine Maschine, die extrem gut das nächste Wort raten kann. Das ist das, was gerade AI ist. Und darin ist sie super, 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 super gut. Keine Frage. Aber mehr kann sie dann auch nicht. Ja, das heißt also, du kannst ihr tausendmal die Frage stellen, 1 + 1 ist gleich. Was ist das? Und da wird sie wahrscheinlich 999 Mal wird sie sagen, das ist 2. Aber einmal wird sie auch sagen, 0, 3, 4. Weil es einfach nur das Erraten des nächsten Wortes ist. Das heißt, das ist was ganz Besonderes und wir sind auf einer ganz tollen Bahn jetzt, was KI angeht, weil da jetzt massiv investiert wird. Aber man darf sie auch nicht überschätzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Gucken wir mal zurück. Also im Dezember letzten Jahres kam ja ChatGPT raus. Ich glaube, wir waren alle geflasht. Ich glaube, LinkedIn, es gab wirklich tagelang überhaupt kein anderes Thema mehr als das. Und dann kam im Februar auch schon, also eigentlich relativ nah dran, kam Bing heraus mit Bing Chat. Und hatten auf einmal diese, also ich glaube, das war erst nicht public. Mittlerweile kann das ja, glaube ich, jeder angucken. Eigentlich eine ganz spannende Suchmaschine oder eine Suchmaschinenanhängsel, wenn man so möchte, wo ich jetzt eben eine schöne Zusammenfassung kriegen kann und ein paar Links da drin und alles ist gut. Jetzt gab es eigentlich das war im Februar und Bing hat da sicherlich massiv Geld investiert und vor ein paar Wochen kam jetzt Statement von Bing selber heraus, die gesagt haben, das ist ja alles ganz lustig, hat aber in Bezug auf die Marktanteile für uns hat das überhaupt nichts gebracht oder faktisch nichts. Ist vielleicht dieses ganze Chat-Thema, ob man jetzt Bing Chat nimmt oder Google SGE, ist es einfach total überschätzt? Ich glaube, dass es am Ende wieder auf das absolute Credo von Google ankommt. Und zwar, Google fokussiert sich seit 20 Jahren nur auf eine Sache. Den User so schnell wie möglich das zu geben, was er möchte. Und das in einer perfekten User Experience. Deswegen, wenn wir wirklich zurückdenken und uns noch anschauen, Yahoo, Alta Vista, waren Seiten, die waren voll mit News, Ads und sowas. Und Google ist immer noch dieser Suchschlitz. Ja. Teilweise natürlich auch im Browser integriert, aber dieser Suchschlitz. Und ich glaube, dass der Mensch so ein krasses Gewohnheitstier auch ist, dass er trotzdem auf die Google-Suche geht und einfach da auch das bekommt, was er braucht. Und wenn wir uns im Vergleich die Bing-Ergebnisse anschauen, auch mit selbst mit ChatGPT, die lösen komplexere Fragestellungen, auf jeden Fall. Aber die meisten Anfragen sind nicht so komplex. Die meisten Anfragen sind am Ende des Tages doch einfach nur, wie gesagt, immer 30% Navigation, dafür brauchst du eh keine AI. Und dann ist es sowas, so eine simple Anfrage wie Logitech Webcam. Dafür brauchst du auch keine AI. Du brauchst die AI erst dann, wenn es um Vergleiche geht. Und da ist die Frage, kann die AI überhaupt sowas vergleichen? Also zum Beispiel Shopping-Vergleich wäre eine krasse Sache für AI. Kann sie aber auch noch nicht. Dafür hat sie noch nicht genug Data, um das wirklich auch richtig zu machen. Und dann haben wir natürlich das Thema B2B. Was willst du im B2B-Bereich mit AI machen? Da kannst du ja nicht sagen, hier, ich suche jetzt gerade für dieses Einkaufszentrum, was gebaut wird, die Klimaanlagen. Da wird AI auch nicht helfen können. Deswegen, da ist einfach noch eine Thematik da, wo auch Search noch gar nicht so revolutioniert wird. Und dann auch die Thematik wirklich da ist, das sehen wir auch bei den ChatGPT-Zahlen. ChatGPT wird viel verwendet, aber nicht so viel, wie wir denken. Unsere Bubble verwendet das die ganze Zeit, aber das außerhalb verwendet das fast keiner. Und genauso ist dann bei Bing Search. Am Ende des Tages geht der User den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt also, anstatt Bing zu verwenden, nutzt er dann doch Google Search. Und Google verantwortet ihm innerhalb von einer Millisekunde das, was er haben will. Und die One-Answer-Box reicht meistens auch, wenn man ein Ei kochen will. Mhm. Glaubst du auch, dass das damit zu tun hat, dass wir einfach sehr stark in Mustern verhaftet sind? Also die Leute haben jetzt 20 Jahre lang gelernt, suchen gleich googeln. Und da muss ein Suchschlitz sein. Gut, Voice Search haben ja auch schon ein paar Leute verstanden. So ist es ja nicht, wenn man mal in der typischen deutschen Innenstadt unterwegs ist und Leute quatschen mit ihrem Handy. Aber sind wir Menschen dafür vielleicht zu langsam, um uns an so ein Chat-Interface zu gewöhnen? Total spannend. Also googeln ist ja gleich suchen. Das ist ja Synonym, das ist ja im Prinzip das Wort, ist ja, die Leute sagen ja googeln statt suchen. Total krass. Mhm. Ich glaube, dass die Verankerung extrem stark ist. Ich fand es aber sehr cool, als mein Vater das ist schon mal ein paar Monate her, mich angerufen hat und gesagt, er möchte jetzt ChatGPT auch verwenden. Der arbeitet sehr viel im wissenschaftlichen Bereich, im Bereich der Tiermedizin und hat da dann ein bisschen getestet. Und der ist wirklich null computeraffin, Fragt mich immer, was der Unterschied zwischen Google und dem Browser ist. Aber er fand den Output sehr, sehr gut. Das muss man sagen. Er fand den Output richtig gut, der ChatGPT rausgelassen hat. Aber der hat es auch seitdem dann auch nicht wieder verwendet. Und ich glaube, das ist das, was sehr spannend ist. Ich glaube, viele Leute haben es einmal verwendet und getestet und gemerkt, hey, das ist cool, aber dann doch wieder auf das Praktischere umgestiegen. Und das sehen wir auch in so vielen Lebenslagen. Das ist, wenn es kompliziert ist, etwas zu tun, wird es oftmals nur eine Zeit lang verwendet und dann wieder dagelassen. Ein kleines Beispiel nur, ich fahre auch gerne mit dem Fahrrad in die Stadt, aber wenn es regnet, nehme ich trotzdem das Auto. Ja, egal wie schön die Fahrradwege sind. Mhm. Ja, hier in München werden die Fahrradwege wunderschön ausgebaut. Aber das ist dann einfach die Lösung dafür. Und ich glaube, so verfallen viele wieder in das alte Muster.
in Google. Und man darf auch nicht vergessen, den Standardbrowser, die Standardsuche im Browser zu ändern, ist gar nicht so einfach für jemanden, der das nicht schon oft gemacht hat. Und dann bist du sofort wieder bei Google. Und Google beantwortet ja trotzdem die Frage super. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dann, ja, dann ist ja auch okay. Ist ja gelöst. Jetzt gab es ja, nachdem Bing-Chat rauskam, gab es ja so eine Phase, platt ausgedrückt, da sah Google ziemlich alt aus. Ne? Also Bing-Chat war jetzt so das New Kid on the Block und Google war halt so die seit x Jahren Core-Updates ausspielen und es versuchen immer einen Tacken besser, immer einen Tacken schneller zu machen. Und auf einmal kommt einer, der spielt ganz andere Regeln. War Google da vielleicht lange ein bisschen zu selbstgefällig? Also das ist ja super spannend, wenn man sich das anschaut. Also gefühlt war ja Google wirklich abgehängt im Vergleich zu Bing. Also Bing war ja so, man hat das Gefühl, Bing übernimmt jetzt den Search Market und Google verliert Market Share und das ist alles vorbei. Und das ist natürlich überhaupt nicht die Realität, sondern das ist eine reine Bubble-Sicht. Und dann ist es auch wieder das Thema gewesen, die Suchanfragen, also zum Beispiel Bard, ja, ganz klar. Mhm. Bard hat das Problem gehabt, sie haben eigentlich viel mehr Daten. Also das Modell ist viel größer. Aber sie haben es halt nicht gut genug trainiert. Ja, das ist einfach, die Bard-Data ist, wenn man Bard was gefragt hat am Anfang, die haben ja dann so einen Schnellschuss gemacht, ja. Bard hat dann, wurde dann sofort released in so einer kleinen Beta. Und die Sachen, die da rauskamen, waren ja, konnte man nicht auf die Public loslassen. Und da sieht man den Unterschied. ChatGPT hat sehr, sehr viel Energie oder die Firma OpenAI hat sehr viel Energie da reingesteckt, ihr Modell sehr streng zu trainieren, dass es sehr, sehr gute Antworten liefert. Und man darf auch nicht vergessen, da sind auch noch sehr, sehr viele Leute gesessen und haben sehr, sehr viel Antworten gefiltert. Ja, das ist jetzt nicht nur entstanden, weil die AI so genial ist, sondern das ist auch ein riesiges Trainingset gewesen. So, und Bard hat eigentlich viel mehr Geld und Zeit und Energie dort bekommen, aber hat das Ergebnis nicht so gut rausgebracht, weil die Daten eventuell auch zu groß waren und dadurch das Trainingset zu kompliziert war. Und deswegen, wenn man sofort so Corner-Case-Anfragen macht, so wie baue ich irgendwas Verbotenes oder wie nutze ich das, dass natürlich da Schmarrn rauskommt. Und das ist der klassische David- und Goliath-Effekt. Da kommt der kleine David an mit ChatGPT, macht was Cooles und das funktioniert auch gut. Und dann kommt Goliath und wir machen auch was und wird natürlich sofort auch von der Presse dann ein bisschen vernichtet. So, aber am Ende des Tages ist es auch ein gutes Produkt. Die brauchen noch ein bisschen Zeit und ich glaube, dass Google auch eine Sache bewusst war, dass sie es nicht wirklich gebraucht haben in der Vergangenheit und dass sie jetzt es machen mussten, obwohl es nicht fertig war, weil ChatGPT sonst einfach so eine Gefahr, so eine theoretische Gefahr dargestellt hat. Okay, gucken wir uns die SGE an. Das Ding heißt ja Snapshot, was dann da oben steht. Thront über den normalen 10 Suchergebnissen, finde ich manchmal auch ein bisschen seltsam, aber okay, überhaupt ist da, glaube ich, noch viel Änderungstrieb dran, also dass ständig irgendwas dran gedreht wird und das ist erstmal ganz gut. Natürlich haben die SEOs Angst, dass uns das Klicks wegnimmt. Und interessanterweise hat Bing ja schon im Februar gesagt, wir stellen natürlich die Klickdaten bereit. Über die Bing Webmaster Tools, wenn man sich die Daten jetzt angeguckt hat, hat das überhaupt nicht funktioniert. Also man kriegt die Daten nicht sauber raus, man hat sie also faktisch eigentlich gar nicht. Und da fragt man sich natürlich schon, warum hat Bing das eigentlich gemacht? Also erst zu sagen, wir stellen euch die Daten bereit und dann so, kriegt er jetzt doch nicht. Und viele in der Branche vermuten ja, dass der Grund ist, dass einfach diese Chat-Suchergebnisse schlecht klicken. Hast du da Sorge, dass die SGE uns allen viel wegnehmen wird? Also SEO ist ja auch immer in Veränderung. Und wenn wir das prominenteste Beispiel für Klicks verloren ansehen wollen, dann brauchen wir nur ein paar Jahre zurückzugehen. Wetter.com. Ja. Alle Wetterdienste haben massiv Klicks verloren in dem Moment, als Google selber das Wetter-Snippet oben eingebaut hat. Dann haben die Flugsuchen verloren, dann haben die Hotelsuchen verloren. Also da sind weniger, die Aktienseiten haben verloren, als das Aktien-Snippet reinkam. Also gibt es wenige Sachen, die da von verschont geblieben sind bei so großen, einfachen Informationsblöcken. Für mich ist SGE einfach eine natürliche Weiterentwicklung davon, die eventuell sogar kontextuell mehr bieten kann. Wobei ein Informationsgehalt, wenn man sich vor allem in Amerika anschaut, wenn man sich so NFL-Ergebnisse anschaut oder so, mehr Informationen brauche ich nicht. Da brauche ich kein SGE. Das ist super. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt, auch bei Wetterdaten. Tolles Produkt. Da brauche ich nichts anderes. Und lustigerweise habe ich mit Leuten, die bei Wetter.com arbeiten, gesprochen.
Die leben jetzt von anderen Businessmodellen, das ist einfach so. Die leben halt nicht mehr davon, dass sie halt krass viel Traffic auf der Seite haben und das monetisieren über Ads, sondern die haben halt andere Businessmodelle, wo sie ihre Daten halt verkaufen, die Wetterdaten halt. Und ja, es wird ein bisschen was verloren gehen, aber es ist eh schon verloren gegangen. Und am Ende des Tages glaube ich, dass es auf der einen Seite, wie bei der One-Answer-Box, wieder eine Chance und ein Risiko ist. Das heißt, auf der einen Seite, ja, die Box, die SGE-Box ist wieder größer. Das heißt, es ist wieder mehr Space geht wieder an dieses erste Ergebnis, was vielleicht auch alles erklärt. Trotzdem kann der User besonders bei der SGE noch nicht so richtig interagieren. Bei Bing kann er interagieren und alles ist gelabelt mit einem Link. Da ist die Frage, klickt er da drauf, weil er kriegt ja die Antwort. Deswegen, ich glaube schon, dass die besonders bei so Informationssuchen super klickarm sind, weil am Ende des Tages will der User nur kurz eine Information haben und dann will er weiter und will nicht unbedingt draufklicken, um tiefer einzusteigen. Wo die Chance drin besteht, ist meiner Meinung nach, das ist wirklich nur meine Meinung nach, die Algorithmen, die gerade bestehen, Bing und Google, sind weiterhin extrem wichtig zu optimieren, weil die entscheiden darüber, welche Information aus welcher Website extrahiert wird. Weil du wirst sicherlich nicht die Information aus der Website, die auf Position 1000 rankt, nehmen, um sie ganz oben anzuzeigen. Nein. Es kann sein, dass du sie auch von der Position 10 nimmst, aber das heißt, irgendwie muss ja auch das Crawling und das Information Gathering und das Learning dieses Algorithmus priorisiert werden. Und das wird weiterhin wahrscheinlich über sowas wie einen Algorithmus gemacht werden. Einer der besten Algorithmen ist der Google Ranking Algorithmus. Vielleicht der 5-beste ist vielleicht der Bing Ranking Algorithmus, wer weiß, weil dazwischen vielleicht auch YouTube kommt. So, und deswegen ist es weiterhin super wichtig. Und dann ist es so, du optimierst dafür und dann kommst du auch wirst du vielleicht in der SGE angezeigt, mit Link vielleicht oder mit Bild, und da hast du wieder eine Chance. Und jetzt ist wieder so cool, dass das Coole dabei ist, die Firmen, die sich jetzt darauf schauen und das jetzt mitmachen, dieser Wandel, der kommt, die werden gewinnen, und die es nicht machen, werden wieder Rankings verlieren. Und das heißt, es ist wieder eine Traffic Opportunity, und auf der anderen Seite, wenn man nichts tut, verliert man Traffic. Ja. Das hast du gerade schon gesagt, in der SGE oder in einem Snapshot werden ja oben rechts derzeit 3 Websites angezeigt. Gibt auch so Möglichkeiten, wo sich in dem Text was aufklappt, aber bleiben wir mal bei diesen 3 ausgewählten Websites. Ich finde das ja ganz spannend. Die stimmen nicht mit den ersten 3 organischen, also normalen Suchergebnissen überein. Ich frage mich dann überhaupt, wie man damit umgehen sollte, weil, also angenommen, ich wüsste jetzt überhaupt, was Google bevorzugt für SGE versus Organic oder normale Organic. Ich kann ja nicht die gleiche Seite optimieren, um in beidem zu ranken. Also wird das überhaupt ein Thema sein? Wie wird man damit umgehen in Zukunft? Ja, das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend, aber es ist auch wieder analog zum Thema zu der One-Box. Bei der One-Box war die Regel, du musst in den ersten Top 10 sein, also in der Answer-Box, um oben eine Answer zur Verfügung zu stellen. Die muss ausgezeichnet sein mit den richtigen Rich-Snippets, um dann halt da reinzukommen. Oder Google hat es dann später ja auch so erkannt. Und Google hat auch versprochen, es gibt keine Answer-Boxes mehr, ich sehe sie jeden Tag. Aber das wird wahrscheinlich auch nochmal genauso sein. Also das heißt, die AI ist ja sehr klug in dem, wie sie Sachen zusammensetzt. Jetzt muss man sagen, was auch eine sehr komplexe Aufgabe ist, wenn eine AI einen Text aus dem Nichts erschafft, den einer Seite zuzuordnen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Da musst du dir merken, wo kommen diese textuellen Kontext her. Und da, glaube ich, geht es um die Content-Vielfalt. Ja, wenn wir mit Surfer SEO ja eine eine Content-Gleichheit versuchen zu erschaffen, dass alle die gleichen Topical Authority Maps haben, die gleichen Bilderanzahl haben, gleiche Kontextlänge, wird es in der SGE mehr darum gehen, wer hat interessanten, autorativen Content, also wo wirklich EEAT auch wirklich stimmt, der nochmal was dazu gibt. Und dann kannst du wahrscheinlich sogar da weiß ich nicht, wie die Regeln sind, bis Position 10 oder vielleicht sogar Position 20 und kannst da ranken. Ja, weil du nochmal ein Snippet hast, was so relevant ist, was kein anderer hat. Ich glaube, das wird das Spannende. Und das ist auch das Einzige, muss man auch sagen, was die Menschheit noch antreiben wird, neuen Content selber zu schreiben, anstatt nur noch alles von der AI zu generieren. Weil sonst wird ja alles nur noch im Kreis gemischt. Und da kommen dann zu wenig neue Ideen raus. Und so werden vielleicht noch so Corner-Sachen, also Corner-Cases, auch sehr, sehr spezielles Wissen, doch noch im Web festgehalten, was die AI noch nicht weiß. Im Moment ist es ja ohnehin so, zumindest halt bei dem, was man sich bis jetzt angucken kann, ist ja immer alles noch Beta oder in den Google Labs oder Search Labs heißt das, glaube ich.
In dem Snapshot stehen andere Sachen als unten in den normalen Ergebnissen. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine lokale Suchanfrage hast, hast du oben deine lokalen Ergebnisse und direkt darunter hast du dann die klassischen lokalen Ergebnisse. Macht das Sinn? Bleibt das so, deiner Meinung nach? Ich glaube, dass da auch wieder User Signals eine ganz große Rolle spielen werden. Das heißt also, Google lernt so unfassbar schnell, weil sie so viel Daten bekommen. Und die werden relativ schnell sehen, ob das interessant ist für die User oder nicht interessant für die User ist und ob die damit auch überhaupt klarkommen. Und ich glaube, da wird es massive Veränderungen geben. Also, dass es unterschiedliche Ergebnisse sind, ist ja gar nicht so schlecht, weil besonders Local Search gibt es halt meistens viel. Und ich glaube, sogar im Bereich Local Search zum Beispiel könnten die spannendsten guten Ergebnisse passieren. Zum Beispiel, man sucht nach einem, und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Caesar Salad. Caesar Salad ist eine ganz blöde Anfrage für die normale lokale Suche, weil du nicht spezifisch nach einem Restaurant suchst oder nach einem italienischen Restaurant suchst. Das könnte aber die AI viel besser verstehen und auch verstehen, was da in der Nähe liegt. Ja, die kann das viel besser kombinieren als normale Suche und kann dir da andere Vorschläge geben. So, auch solche Anfragen wie glutenfreies Essen. Ich glaube, dass dort die lokale Suche deutlich besser agieren kann. Und jetzt rede ich auch von Restaurants, die nicht optimiert haben darauf. Natürlich, der sein My-Business-Profil unter Kontrolle hat und da glutenfrei eingetragen hat, der ist ganz oben. Aber jetzt halt auch der Laden, der glutenfrei kocht seit 20 Jahren, aber sich nie bei Google eingetragen hat, der hat jetzt auch die Chance, da eventuell gefunden werden, weil Google das kombinieren kann. Wie gesagt, da wird man massive Shifts noch sehen. Das ist noch lange nicht fertig, aber das ist das Coole, was Google kann. Google kann AB-Testing wie kein anderer, optimiert auf User-Happiness und auf Revenue-Maximization. Hattest du eben schon das Wetterbeispiel? Da kommen auch noch Ads rein. Hm, bitte? Da kommen auch noch Ads überall rein, würde ich sagen. Klar, ja. Also irgendwie müssen sie noch Geld verdienen, ja. Ja, genau. Du hattest eben das Wetterbeispiel und das ist natürlich so ein absoluter Klassiker auch. Das heißt, man hat dann, als das rauskam, relativ schnell verstanden, okay, es macht jetzt keinen Sinn mehr, auf diese Suchbegriffe zu optimieren. Du hast auch gesagt, so die SGI erscheint ja gar nicht immer. Oder würdest du sagen, es gibt ganz bestimmte Suchbegriffsmuster oder Inhaltsarten, wo du jetzt sagen würdest, damit dass jetzt die SGI raus ist, würdest du solche Inhalte nicht mehr erstellen, weil sie mit Blick auf die SGI wahrscheinlich keinen Sinn mehr ergeben? Ja, also der klassische Content, den ich nicht mehr erstellen würde, aber trotzdem erstellen würde, erkläre ich gleich, okay, wäre dieser typische Ratgeber-Content. Ja. Ja, der typische Ratgeber-Content ist im Prinzip mit der SGI abgehandelt. Aber warum ich ihn trotzdem erstellen würde, ist, weil wir noch nicht wissen, wie die SGI ihre Data zieht. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit natürlich habe, dadurch, dass ich einen Ratgeber-Content erstelle, der so gut ist, dass die SGI ihn aufgreift und mich oben verlinkt, habe ich natürlich ein großes Incentive, so einen guten Ratgeber zu erstellen. Trotzdem, das klassische Spiel auch mit der Answerbox, also mit der Nullbox, das hat sich nochmal dramatisch verändert und ich würde einfach jetzt, bevor ich da ein Rieseninvestment tue, würde ich da nochmal nachschauen, ob das die sinnvollste Strategie ist, immer angepasst für die Website. Aber das ist ein Thema, wo ich sage, das kann SG richtig gut. Fragen beantworten. Wie lange braucht man Ei? Wie mache ich ein weiches Ei. Das konnte Google vorher schon, aber das kann sie jetzt noch viel besser. Mhm. Wo Google gar keine Chance hat, ist, wie gesagt, bei dem ganzen Thema, wo wirklich Anfragen generiert wird. Da sind sie noch nicht so weit. Das dauert noch ein bisschen. B2B-Themen ganz extrem, aber auch bei anderen Themen. Zum Beispiel, ich möchte ein Fahrrad kaufen. Da können sie Sachen vorschlagen, aber sie können denen nicht mal den besten Ort geben dafür. Und das wird immer besser werden. Aber zum Beispiel, sobald wir im B2B-Bereich sind, ich möchte ein Dach kaufen oder ein wie mit den Klimaanlagen, ich möchte Klimaanlagen kaufen für das Einkaufszentrum, da wird es dann sehr schwierig und da sind wir in Bereichen, wo die SG gar nichts machen kann. Mhm. Oder noch nicht. Würdest du noch ein Glossar erzeugen? Ist das noch Content, den man braucht? Glossar, spannend. Glossar, klassischer Topical Authority Map Content. Ja. Für die SGI wahrscheinlich ein irrelevanter Content, weil er von sehr, sehr vielen Leuten sehr ähnlich erzeugt worden ist und Wikipedia auch ein sehr gutes Glossar ist am Ende des Tages. Mhm. Aus der Sicht EEAT und Topical Authority Map und dass der Algorithmus noch nicht auf SGI zu 100% umgestellt ist, würde ich es trotzdem erzeugen, ja. Besonders durch die reduzierten Kosten im Bereich AI-unterstütztes Schreiben
kann ich diesen Content günstiger erzeugen und trotzdem noch eine Qualität liefern und kann trotzdem Google zeigen, dass wir in diesem Bereich sind, dass wir diesen Bereich abdecken, 360 Grad oder vielleicht auch nur 300 Grad, aber dass wir da in diesem Topic verankert sind und dafür auch relevant sind. Und eventuell schaut sich Google den Content an und sagt, ah, schön, schon wieder ein Glossar, tschüss, ja, brauche ich nicht, tue ich nicht in die SGI, ja. Aber zumindest haben die alle Topics dazu abgedeckt. Und das wird vielleicht auch in einem Jahr, zwei Jahren revidiert werden, aber momentan trotzdem, der normale Algorithmus ist nicht SGI verändert, sondern SGI ist für mich so ein Plugin, was da oben drin existiert. Mhm. Wie siehst du E-Commerce? Ich kenne ja ein paar Snapshots, wo, weiß ich, irgendjemand sucht nach E-Bike-Herren kaufen und auf einmal stehen da irgendwie 3 oder 4 Fahrräder drin, wo ich auch so denke, was soll das für ein Ergebnis sein? Also könnte natürlich vielleicht helfen, jemanden in das Refinement reinzubringen, aber glaubst du, da wird die SGI eine große Rolle spielen können? Also ich glaube in Zukunft schon, aber um das Thema mal so von außen aufzurollen, ganz spannend. Viele Leute fragen ja, kann ich ChatGPT nicht einfach fragen, dass es meine Keywords schreibt, Keywords optimiert von meiner Website? Ja. Ja, kannst du, aber das macht's halt komplett ohne Data. Also komplett ohne Data. Ne? Das macht's einfach nur so wie es gerade Bock hat. Und da sind keine Suchvoluminas drin, da sind keine Keyword Difficulties drin, da ist nichts drin, sondern nur das. Das heißt, der optimiert eventuell deine Seite auf ein Suchvolumen von einem Keyword, was 10 hat, während das nächst sinnvollere Keyword 2000 hat. So, das heißt, wir haben ein Data-Thema. Jetzt hat Google die Data natürlich. Also wenn wir auf Shopping gehen, hat Google relativ viel Data. Man muss natürlich bei so einem Thema, so einem komplexen Thema wie Fahrrad, brauchst du eigentlich Größe, du brauchst Gewicht, du brauchst Skill-Level, du brauchst, wozu braucht er das, Reichweiten und so weiter. So, das ist das, was der Mensch vorher auch immer selber gemacht hat. Jetzt haben wir ja, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, haben wir normales Search gehabt, da hast du Fahrradkaufen eingegeben und da kamen irgendwelche Shops. So, jetzt haben wir ja schon Google Shopping. Google Shopping ist ja schon mal gar nicht so schlecht, wobei bei Fahrradkaufen auch ganz schön wild ist, was da rauskommt. Und ja. Je präziser man bei Google Shopping die Suchanfrage eingibt, desto besser kommt werden die Ergebnisse. Und bei der SGI momentan ist es so, dass ihr einfach noch die Data fehlt. Also die kann ja nur irgendwas vorschlagen. Das heißt, die geht über... Und da weiß ich nicht genau, wie der Algorithmus im Hintergrund ist, aber ich gehe davon aus, Shop Authority, Pricing maybe und dann vielleicht noch irgendeine dritte Metrik oder ein paar mehr Metriken, um das ungefähr einzuschätzen. Aber das ist schon wild, was die da rausspucken. Das ist natürlich bei einem Aschenbecher oder einem Mülleimer nicht so problematisch, aber bei einem Fahrrad, was hochspezifisch ist, sind die Antworten wahrscheinlich von der Qualität her nicht ideal. Mhm. Jetzt hat Google ja in den letzten Monaten noch ein bisschen aufgeräumt. Die Indented Results sind weg. Die FAQ-Ergebnisse sind überwiegend weg. Die How-To-Ergebnisse sind weg. Jetzt gab es ja auch Vermutungen, dass Google das auch wegen der SGI macht. Da hat Google gesagt, nee, machen wir gar nicht wegen der SGI. Das machen wir jetzt nur, weil wir gerade ein bisschen aufräumen und sieht alles viel cleaner aus. Und wir haben gemerkt, die Features nutzt sowieso kein Schwein. Kaufst du denen das ab oder steckt da irgendwie deiner Meinung nach ein größerer Plan dahinter? Also die Ankündigung kam halt so gleichzeitig mit den SGI-Sachen. Das war irgendwie, gefühlt war das total verbunden. Ich sehe trotzdem sehr, sehr viel, also FAQ-Boxes noch, sehr, sehr viele. Sie können es ein bisschen aufräumen, ja, können sie gerne machen. Also das ist, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mehr sehe, weil ich mehr drauf achte als vorher. Aber es stimmt schon, ich habe die Fragen- und Answerboxes nie so viel verwendet, wie sie eigentlich, denke ich mal, genutzt werden sollten. Und von daher ist so eine Aufräumaktion nicht verkehrt. Ich glaube trotzdem, dass sie da, die planen da ja ganz klar mit, das SGI dort mehr einzubinden. Wobei ich mich immer auch frage, die Computing-Power, die gebraucht wird, um eine SGI anzuzeigen im Vergleich zu ganz einfachen FAQ-Box, ist schon wahrscheinlich das 10- oder 100-fache. Und das auf so eine Dimension ist auch krass. Deswegen, so verkehrt sind die Methoden nicht. So verkehrt sind die Methoden nicht, die sie schon hatten. Also deswegen das mit dem Aufräumen, I don't know. Ich glaube, es ist bereitmachen, Platz für SGI. Und was sie noch nicht herausgefunden haben, ist, sie wissen noch nicht, wo sie die Ads platzieren sollen in SGI. Deswegen fällt ihnen das alles ganz schön schwer, da so Gas zu geben. Obwohl, ein paar Screenshots gibt's ja schon. Oder ja, man kann sich das ja manchmal schon angucken. Aber ja, die Frage ist auch, klickt einer drauf, ne?
Ich fand das übrigens ganz spannend. Du hattest eben halt gesagt, dein Vater hat Probleme, Google und Browser auseinanderzuhalten. Bei meinen Kindern sehe ich das manchmal auch so übrigens. Also da ist auch, gibt's auch manchmal ganz. Und ich glaube, wenn Google in der Lage ist, einfach nur eine Antwort auszuspucken, dann gibt es mit Sicherheit ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen, die das einfach bereitwillig als richtige Antwort annehmen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und ob dann da noch einer draufklickt, das frage ich mich wirklich. Aber das werden wir so zeitnah wahrscheinlich jetzt auch nicht rausfinden können. Es passiert ja schon bei Voice Search ganz krass. Wenn du bei Voice Search anschaust, Voice Search hat einen extrem low Barrier of Entry. Ne? Das heißt, du brauchst dich nicht lesen und nicht schreiben können. Ja. Und du brauchst nur so eine Voice Search Box. Das heißt also, Kinder nutzen das auch gerne. Und du fragst morgens, Alexa, wie wird das Wetter? Dann sagt sie ja irgendwas. So, und dann danach ziehst du dich an. So, wir gehen natürlich davon aus, dass die an irgendeine API angebunden sind und die Aussage richtig ist. Ja. Aber wenn wir das mal ein anderes Thema nehmen, wir gehen auch einfach so ins Auto, schmeißen Google Maps an oder Waze und geben eine Adresse an und fahren einfach den Weg. So, was meine Frau und ich manchmal machen zum Spaß ist, wir machen beide Google Maps an und fahren den Weg, also im gleichen Auto, ja, sitzen nebeneinander. Und es ist super interessant zu sehen, dass Google Maps das aufteilt. Die schicken nicht alle Leute den gleichen Weg, besonders wenn es zwei gleichschnelle Wege gibt, die machen 50-50. Okay. Um Stau zu vermeiden oder um irgendwas anderes zu machen, I don't know, aber sie schicken die Leute andere Wege. So, das ist schon mal interessant. So, das heißt, dort ist die, und natürlich, wenn man sich auskennt in der Gegend, weißt du manchmal auch, da gibt es einen Schleichweg, der ist man noch schneller. So, das heißt, die Wahrheit ist vielfältig. Und wenn wir jetzt an Sachen gehen, die sicherlich nochmal mehr interpretationsbedürftig werden, da wird es dann ganz wild, was es ist. Und da ist das Thema Medienkompetenz so unfassbar wichtig, dass man selber noch einschätzen kann, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und gehen wir zurück zur Fahrradauswahl. Fahrradauswahl funktioniert ja darin, dass du ungefähr deinen Bedarf ermitteln kannst. Ja? Und da werden wir noch hinkommen. Wir werden da hinkommen, dass der Browser oder Google oder wer auch immer alles von uns weiß und dass du sagst, ich brauche ein Hemd und der bestellt dir passgenau dein Hemd in der richtigen Farbe, ohne dass du mehr Informationen angeben musst. Und das wird AI geschützt sein. Aber da sind wir noch nicht. Und deswegen ist diese ganze Thematik mit eine Antwort, die ist bei Eiern und Wetter und so alles nicht so dramatisch, aber wenn es dann detaillierter wird, hat das auch eine ganz andere, ich sag mal, Gewichtung auch, was das bedeutet für die Menschheit. Mhm. Ja, weil das ist ja nicht nur, passiert ja nicht nur einmal, sondern 100.000 Mal am Tag. Vielleicht da der Lesetipp für alle da draußen, die es noch nicht gelesen haben, Quality Land Teil 1 und 2 ist natürlich nach wie vor sehr empfehlenswert, wenn man mal lesen möchte, wo die Reise hingehen könnte, auch wenn das natürlich eine Dystopie eigentlich ist, aber ja. Sehr, sehr spannend. Das ist 2017 rausgekommen, also vor ChatGPT. Ja, absolut. Also großes Kino. Ich weiß nicht, wann der dritte Teil oder quasi das Finale dann endlich mal rauskommt. Ich glaube, übernächstes Jahr oder so. Wird mit Sicherheit spannend. Also, aber ich habe selten was gelesen, was auf der einen Seite sehr weit weg ist und auf der anderen Seite irgendwie gar nicht. Aber wir werden es sehen. Ja, vielleicht so eine der Abschlussfragen noch, was natürlich gerade ein relativ großes Thema auch ist. Sperren der eigenen Inhalte für AI. Man kann ja mittlerweile Sachen für ChatGPT sperren. Und Bing hat dieses No-Archive-Tag herausgebracht. Google geht ganz anders mit dem ganzen Thema um, insbesondere was die SGE angeht. Würdest du jemandem raten, seine Inhalte für AI zu sperren? Okay, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die ja auch weitreichend noch juristisch noch nicht was geklärt ist. Wem gehört eigentlich AI-Content? Ja. Also als normaler Website-Betreiber, nein, will ich nicht ausschließen. Ich würde sagen, crawl, das, da habe ich vielleicht die Chance, in der AI zu landen. Aber bei ganz spezifischen Websites, sowas wie Chefkoch zum Beispiel, sowas wie große Wissensseiten, wo sehr viel Content oder spezifischer Content herrscht, der sonst nirgendwo anders produziert wird. Würde ich mir das genau überlegen, weil es hat doch schon große Implikationen auf das, was passiert. Wenn ich jetzt ein News Publisher bin, ja, News in SGE, so schnell funktionieren die Machine Learning Sachen noch nicht. Das ist nicht so ein Drama. Das kann man sich noch ein bisschen Zeit lassen. Aber besonders sowas, wo wirklich uniker Content herrscht, der nur da ist, da würde ich mir ganz genau anschauen, bringt es uns im Traffic was, wenn wir in der SGE ranken oder in den anderen Systemen ranken,
dann ja. Das heißt also, es muss ein Geben und Nehmen stattfinden, ganz klar. Free Content, es gibt keinen Free Content. Ja, das ist, da sitzen Menschen hinter, die das bauen, die das machen, und das einfach zu nehmen und dann zu benutzen, ist nicht der Gedanke, der herrschen sollte, weil dann machen alle zu und dann kriegen auch die Machine Learning Modelle keinen neuen Content mehr und dann haben wir das Problem, dass die Machine Learning Sachen doch irgendwie ein bisschen irgendwie nicht so auf gute Ideen kommen. Sondern cool wäre es, wenn man da eine Lösung hätte, dass wirklich, dass das auch funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema, ja, weil das brauchen wir auch für Research dann später. Ne? Wenn wir ResearchGate zum Beispiel, falls man das kennt, da werden sehr, sehr viele Papers gepublished von Wissenschaftlern. Mhm. Wenn so eine AI mal darauf arbeitet, ja, und dann da kommen Innovationen raus. Da kommt richtig, das ist ein Traum. Ja. Medizinisch und wissenschaftlich werden da coole Sachen entstehen. Genau, aber aktuell, wie gesagt, eine normale Website, normaler Content, auch wenn der selbst geschrieben ist, ja, wenn eine normale Website, Agentur-Content oder was auch immer, das kann man schon freilassen. Aber wenn es was wirklich highly specific ist, dann muss man sich das gut überlegen und muss man auch testen, ob das in die AI gehört oder nicht und vielleicht auch nochmal ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt jetzt in den nächsten Monaten tatsächlich. Und wie gesagt, die rechtliche Frage ist auch super spannend. Mhm. Eine AI, die aus deinem Content schreibt, wem gehört der Content? Gehört der dann mir, ja, weil ich die Seite hatte, die Ideen geliefert hat, oder gehört es dem Machine Learning Hersteller, der das neu zusammengetan hat? Ja, oder der den Prompt geschrieben hat? Wem gehört es? I don't know. Eigentlich ist es ja nichts anderes als ein Mensch, der auch irgendwas in einem Fachbuch gelesen hat und daraus vielleicht, weiß ich, der Professor macht dann auf der Basis daraus eine Vorlesung und ja, hat natürlich auch den Inhalt verwendet, natürlich ohne ihn jetzt explizit zu zitieren, aber eigentlich macht die Maschine ja nichts anderes, ne? Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Und die Maschine kann ja noch mal viel besser zitieren, als der Prof es kann. Ich meine, Bing zeigt das ja auch, dass sie zitieren ja dann aus den Websites. Und ist ja auch, das ist kein unfaires System an der Stelle, wenn da noch Traffic rüberkommt. Ja, genau, aber so einfach grab and go ist ein bisschen hart, aber das haben die, glaube ich, auch alle nicht vor, muss man dazu sagen. Mhm. Okay, dann können wir fast ja auch, weißt du, was noch? Ja. Weißt du, was noch ganz interessant ist bei der ganzen Geschichte? Ohne das Internet und ohne dass das Internet frei verfügbar ist, so wie es aktuell ist, würde es keine AI geben können, weil die Informationen, die in der AI sind, könnten überhaupt nicht so gesammelt werden. Das heißt, das ist Machine Learning kann nur erfolgen nach dem Internet. Und deswegen, das sind so natürliche Progressionen. Und deswegen müssen wir auch alle dafür kämpfen, dass es weiterhin offen bleibt, das Internet. Und auch ich bin eh immer so Netz Neutrality und sowas. Aber das sind alles Sachen, die sind nicht so cool fürs Internet. Und dass Leute noch willentlich Content kostenlos scheren, so wie du jetzt in deinem Podcast oder früher in deinem Blog, ja, und auch heute noch in deinem Blog, das ist das, was die Menschheit insgesamt vorantreibt und auch die AI vorantreibt, was dann wieder der Menschheit hilft. Ja, und wenn wir sowas schließen, das ist dann immer sehr traurig. Deswegen bin ich dafür, dass man ich weiß nicht, wie man es am besten macht, aber es war immer, der Deal mit Google war immer, wir haben den Content und du gibst uns Traffic. Ja, und so profitieren wir beide. Und das muss bleiben. Und dann funktioniert es auch. Zumindest hat Google alles in diese Richtung immer brav gesagt, was natürlich auch passen kann, weil schlussendlich nur wenn da Links drin sind, vor allem auch Werbung, dann kann Google eben auch weiter bestehen. Das ist auch logisch. Klar. Lass mal gucken. Wir haben jetzt ja, diese Folge wird im Dezember ausgestrahlt. Wir haben sie aber schon ein paar Wochen vorher aufgenommen. Vielleicht haben wir ja schon das Glück, wie auch immer man das sagen mag, aber dass wir auch in Deutschland mit normalen Wegen auf die SGE zugreifen können. Weiß ich nicht. Aber lass mal in die Glaskugel gucken. Was glaubst du, was wir 2024 kommen? Was werden wir alles sehen in Bezug auf Bing Chat vielleicht, in Bezug auf die SGE? Oh, spannend. Also ich glaube, dass der Buzz, solange kein neues Release kommt, um das ganze Thema AI ein bisschen runtergehen wird, weil es einfach, das ist bei jedem Hype-Cycle so. Es hat Bitcoin hat so einen Hype-Cycle, Metaverse hat so einen Hype-Cycle und SGE und komplett AI wird auch so einen Cycle haben. Dann werden wir vielleicht 18 Monate nicht so viel hören. Also wir in der Bubble schon. Aber die Menschheit da draußen wird nicht so viel hören von AI und dann kommt das nächste Major Release und dann ist mit die Welt schon wieder ganz anders und alle sagen, oh mein Gott, das haben wir gar nicht kommen sehen. Ich sehe es so. Es wird alles besser werden. Die AIs werden sich weiterentwickeln und werden deutlich besser werden.
Google wird deutlich besser drin werden, diese SGI zu integrieren in einer Art und Weise, wie sie dem für den User angenehm ist und auch dem User weiterhilft. Daran werden sie immer besser werden. Sie werden einen Weg finden, wie sie auch das Thema Bing im Prinzip wieder hinter sich lassen und auch ChatGPT, das die dort nicht investiert haben und dort das auch nicht nutzen. Das werden sie auch hinter sich lassen. Spannend wird noch, ob Facebook noch ein Big Player wird im Bereich AI. Das könnte auch noch interessant sein, weil sie geben ihre AI ja im Prinzip auch frei, für andere Leute damit zu arbeiten. Klar, sie haben keine eigene Search Machine, aber sie sind trotzdem einer der größten AI-Player im Space, wenn man sich das anschaut, weil sie auch das Geld dafür haben und weil sie auch sehr, sehr viel das brauchen für Oculus Rift und so weiter, um das zu machen dort. Ich glaube, wir werden eine bessere Search Experience sehen über die nächsten 18 Monate oder 12 Monate. Wir werden einen Wandel sehen in SEO auch. Das heißt, alle, die aktiv SEO machen, werden können oder haben die Chance zu gewinnen, werden gewinnen. Alle, die nicht aktiv SEO machen, werden weiter nach hinten rutschen. Das heißt so, ich habe mal was an der Seite gemacht vor 2 Jahren und jetzt lasse ich es liegen. Könnte problematisch sein. Bei guten Rankings, glaube ich, ist nicht so schlimm. Die Top-Rankings werden sich, glaube ich, nicht dramatisch verändern. Ich meine, wir haben ja im Helpful Content Update auch schon was Wichtiges gesehen und zwar ein wichtiges Signal. Jetzt im letzten Helpful Content Update, Ende August, Anfang September war. Ja. Google hat eine signifikante Änderung gemacht. Ihnen ist es egal, ob wir AI-Content schreiben oder nicht. Muss halt hilfreich sein. Das heißt, also dort sehen wir ja schon den ersten großen Shift. Der Content muss nicht mehr human-generated sein, er muss aber highly relevant sein. Also muss hilfreich und relevant sein. Und das ist eine große, große Veränderung. Das heißt, wir werden in den nächsten 12 Monaten auch super viel Content sehen, der von AI geschrieben ist. Teilweise Spam, teilweise extrem hilfreich, weil ein Mensch es noch nie so gut zusammenfassen konnte. Weil das ist nämlich auch die große Stärke von der AI, aus bestehenden Sachen eine unfassbar gute Zusammenfassung zu machen. In einem Satz, in 3 Sätzen, in 5 Sätzen, in 10 Sätzen. Das kann kein Mensch. Und wenn man sich so, Markus, du hast ja auch schon mal ein Buch geschrieben, ne? Oder mehrere sogar, glaube ich. Dieses Buch schreibst du von Anfang bis Ende über mehrere Monate. Und dann noch zu wissen, genau was am Anfang und in der Mitte und am Ende drin stand und das richtig zu strukturieren, das ist eine extreme Gedächtnis- und Hirnleistung. Das ist etwas, was eine AI extrem gut kann. Die weiß den ganzen Content auf einmal und kann es dir besser strukturieren als die meisten Menschen, möchte ich sagen. Aber den Content zu schreiben, der in dem Buch steht, ne, und auf die Ideen zu kommen, das ist momentan noch Menschenarbeit. Ja, das ist der große. Aber da werden wir krasse Entwicklung sehen und ich glaube, wir werden richtig viel Spaß haben in der SEO-Branche. So als Tipp, weil da wird es extrem viel Diskussion um AI geben. AI wird auch die Welt revolutionieren, nicht nur im SEO-Bereich, aber ich glaube, es wird eine richtig coole Zukunft, anstatt eine schlechte. Und jeder, der aktiv was tut, wird hat die Möglichkeit zumindest davon zu profitieren. Und da kann ich ja vielleicht kurz den nichtmals bezahlten Werbeblock rühren, auch für dich. Wer noch kein Ticket hat, die SMX München, wo wir beide ja recht aktiv sind, ist ja wieder Mitte März. Konkretes Datum weiß ich nicht, aber auch da wird das alles natürlich ein Riesenthema sein. Da hast du ja immer sehr, sehr volles Programm, ne? Ja, aber das wird auf jeden Fall ein Thema sein. Ich habe einen der Speaker habe ich schon gesehen, der dabei sein wird und der macht richtig Deep AI-Stuff. Das ist spannend. Okay. Ja, Timon, es war mir ein Fest. Vielen Dank für deinen ganzen Input. Ich hoffe, ihr da draußen habt viel mitgenommen. Und SEO ist nicht tot, war es auch noch nie, wird es hoffentlich auch nicht werden. Und ich hoffe, wir konnten euch viel, viel Input zusammenliefern, ob oder wie AI das SEO-Spiel eigentlich verändern wird, was da kommen wird. Schlussendlich werden wir es alle erst sehen, wenn die SGI dann auch wirklich in deutscher Sprache in Deutschland herauskommt, wann immer das sein mag. Wir wissen es noch nicht. Und wenn es dann soweit ist, werden wir natürlich für euch dranbleiben. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch eine tolle Rest-Vorweihnachtszeit. Macht was draus und hoffentlich bis bald. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ciao.